eine der ersten Fragen, die ich auch immer bekomme, wenn es über Gespräche über meine Zeichnung geht, dann ist es natürlich die Frage zu erklären, wo das eigentlich herkommt, warum ich zeichne und was ich zeichne. Und diese Frage ist eigentlich auch recht schwer zu beantworten, weil eigentlich die Erinnerung zu zeichnen ist schon immer da. Ich weiß, dass ich mit dem Bleistift begonnen habe zu zeichnen. Als ich so etwa 14 war, bin ich dann auch zu einem Bildhauer gegangen, um das künstlerische Arbeiten ja im Prinzip mich mit dem anzufreunden, vertraut zu werden mit dem künstlerischen Arbeiten und auch die Chance zu nutzen, dass ich einen Bildhauer in meiner Nähe hatte damals, der mir all die Dinge beibringen konnte, die es nach der Arbeit in der Schule eben so nicht gab. Und das war eigentlich auch der entscheidende Punkt, wieso ich mich entschieden habe, diese künstlerische Arbeit weiterzuführen. Ich habe mich darin wohlgefühlt und auch wiedergefunden und habe tatsächlich auch intensiver gezeichnet. Zunächst hatte ich dann ein Architekturstudium aufgenommen und das auch abgeschlossen und habe aber während dieser Zeit immer eigentlich mich zum Zeichnen hingezogen gefühlt. Sicherlich sind auch diese ganzen Themen, die rund um die Architektur und um die Landschaft und um ja, landschaftliche Phänomene kreisen, auch die, die ich in meinen Zeichnungen weiterverarbeite und die auch dort immer wieder eigentlich den Hauptakteur darstellen oder die Hauptrolle spielen. Das sind eigentlich architektonische Strömungen, urbane Strömungen, die Raum entwickeln, die sich im Raum entwickeln oder den Raum selber entwickeln. Und mich reizt dieses Phänomen, dass man aus einer völlig zweidimensionalen weißen Fläche nur mit dem schwarzen Strich, möglichst auch ohne Farbe, Dreidimensionalität erzeugen kann. Und das in einer extrem tiefen, in die Landschaft und in den Bildraum hinein eingreifenden Situation. Und diese Tiefe zu erzeugen, diesen Raum zu erzeugen, das ist eigentlich das, was mich bei jeder Arbeit, bei jedem weißen Blatt unheimlich interessiert, auf welchem Wege das passiert, was dann dabei entsteht, wie man aus der Formation von dreidimensionalen Objekten dieses Bewegen in den Raum hinein entwickeln kann, darstellen kann. Das ist auch eigentlich bei jeder Arbeit, bei jeder Zeichnung plötzlich völlig anders, eine völlig andere Herangehensweise. Das liegt unter anderem eben auch daran, dass ich vorher keine Idee habe, keine Skizze, keinen Entwurf habe, sondern dass ich mich über dieser weißen Fläche oder an diese weiße Fläche erst einmal heranarbeiten muss, indem ich einfach Striche setze und diese Striche in ihrer Addition und in ihrer Folge, so wie sie auf dem Papier entstehen, dann von mir abfordern, dass ich sie weiterentwickle und dass ich daraus Gebilde, Dreidimensionalität, Strukturen, Bewegungen und auch visuelle Effekte möglicherweise sogar bis dahingehend erzeuge, die dann das darstellen oder das entwickeln, worauf ich mich einlassen muss und worauf ich auch eigentlich letztlich reagiere, was dort passiert. Diese Möglichkeit, diesen Raum zu betreten, gefühlt zu betreten, bedingt natürlich auch die großen Formate, mit denen ich arbeite und auf denen ich arbeite, die ich auch brauche, die es erst ermöglichen, dass man sich mit seinem eigenen menschlichen körperlichen Maßstab zu dieser Arbeit vergleichend ja, dazustellen kann, davor stellen kann, um dann eben auch tatsächlich in dieses Format richtig eingedrückt oder eingesogen werden zu können und die Linien an einem dann vorbei, an mir vorbeischießen, sodass ich mich immer, wenn ich arbeite, tatsächlich in diesem Raum, in der Zeichnung befinde und mich dann auch dreidimensional gefühlt durch diese Zeichnung durcharbeiten muss, um all die Elemente, die mich umgeben, auch ja, so an der richtigen Stelle modellieren zu können und da auch eindringe, fast im Maßstab 1:1. Und Bezug nehmen dazu ist es für mich eine sehr tolle Erfahrung gewesen, in die virtuelle Realität einzusteigen mit meinem Kollegen und Freund Robert Patz, der mich im Prinzip auch an diese Situation herangeführt hat, weil ich hatte immer unheimlich große Lust, was eigentlich nie möglich war, diese meine Zeichnungen betreten zu können, tatsächlich sie im Maßstab 1:1 empfinden zu können, da reinzugehen, da durchzulaufen, aus diesen Gebilden, die sich oberhalb
von der Erdoberfläche in 2 Kilometern Höhe befinden, dass ich mich dort in diesen Gehäusen aufhalte und dann tatsächlich dort rumlaufen und auch in die Tiefe schauen kann, in die Ferne schauen kann. Ja, mich möglicherweise auch aus meinem architektonischen, aus meiner architektonischen Geschichte kommt, in diesen Gebilden verorten kann und auch prüfen kann, was ich dort eigentlich mache. Wie realistisch ist sowas? Wie fühlt sich das wirklich an? Kann man aus diesem dargestellten und entwickelten Gebilden und Strukturen tatsächlich ableiten, wie man sich darin fühlt? Denn in der Zeichnung, auch wenn ich es zweidimensional so hinbekomme, dass man tatsächlich den Raumeindruck nachvollziehen kann und den spüren kann, ist es für mich eine große Überraschung, ein Riesengewinn gewesen, in der virtuellen Realität zu arbeiten und dann dort diese Gebilde tatsächlich im Maßstab 1:1 um mich herum zu entwickeln, diese Konstrukte aufzubauen, mich durch diese hindurch zu bewegen, auch den Schwindel zu erleben, wenn man einen Schritt zu weit geht, dass man sich plötzlich außerhalb dieser Häuserstrukturen, urbanen Strukturen befindet.